jetzt in den ersten Runden versuchen, viel zu erzählen. Und dann wird das über den Tag logischerweise immer weniger. Ja, Tiergarten. Normalerweise eine der schnellsten Stellen hier für uns. Geht dann rein in die Hohenrhein-Schikane. Sehr wellig hier. Ja, wichtig, dass wir hier ein gut abgestimmtes Auto haben. Gerade anbremsen hier in die Hohenrhein-Schikane. Links bis an die weiße Linie heran. Ganz genau anbremsen. Den Körper rechts versuchen nicht zu fahren. Also nur ranzufahren, aber nicht drauf. Und dann geht es hier gleich 90 Grad rechts weg über die T13 und geht dann schon gleich runter in Richtung Hatzenbach. Versuchen so weit wie möglich rechts anzubremsen hier, so ein bisschen ausholen bis an die weiße Linie ran. Dritter Gang idealerweise hier. Und sauber raus beschleunigen, ja. Das Auto schön laufen lassen, innen halten hier. An dem 2-Kilometer-Schild links, da wird eingelenkt hier. Zack, hier wird eingelenkt für die folgende rechts. Das ist unser Einlenkpunkt. Schön sauber fahren, genau. Gerade anbremsen für den Hatzenbach, ganz wichtig. Ja. Bremse leicht ablösen, nochmal komprimieren. Rechts an den Körper ran. Schön rechts halten. Wieder links an den Körper ran. Und jetzt hier, Achtung, hier können wir drüber fahren. Hier können wir drüber fahren. Genau, ja. Ist auch wieder autoabhängig, sehr hart abgestimmte Fahrzeuge springen daher. Aber dieser Körper ist eigentlich relativ wichtig, um das Auto zu begradigen. Ja, geht wieder runter hier in Richtung Flugplatz. Grünebacher Höhe. Schön sauber beschleunigen, rechts halten, tendenziell eher hier. Leitplanke ist Blickführungspunkt. Gehen wir rüber nach links über die Kuppe, Auto rollen lassen. Ja, Auto rollen lassen. Der Körper rechts ist unser Scheitelpunkt. Genau, aufpassen, dass wir den Körper nicht berühren. Nochmal, zweiter Körper. Sehr, sehr hoch, ja, nach der Änderung hier der Strecke. Ja, jetzt geht es dann hier runter zum Schwedenkreuz. Auto früh gerade machen. Jetzt hier gibt es ein kleines Geheimnis. Wir fahren schräg über die Kuppe, weil, sobald ihr drüber fahrt, merkt ihr, das Auto ist wieder gerade. Die Strecke versetzt hier. An dem Schild rechts, da wird wieder eingelenkt, über die Kuppe, schön weit links halten und jetzt hier im Ahrenberg gerade anbremsen, auch wieder wellig, später Scheitelpunkt. Bin hier im vierter Gang, weil es jetzt hier bergab geht, wieder links bis an den Körper ran, in Richtung des Häuschens auf der rechten Seite fahren und jetzt geht es hier gerade durch die Fuchsröhre. Ja, ihr merkt schon, das ist eine Verbindung hier, die Strecke. Schön rechts halten hier in der Fuchsröhre und hier früh nach innen, machen viele falsch. Früh nach innen fahren, um sich rein und Platz nach rechts zu schaffen. Links an den Körper wieder ranfahren und hier geht es schon wieder rein in den Adenauer Forst. Das Schild rechts ist unser Scheitelpunkt. Runterschalten, lange links bleiben, umsetzen und früh ans Gas, liebe Leute, hier früh ans Gas. Ganz genau. Links den Körper können wir leicht schneiden. Genau, das können wir rattern. Und jetzt geht es hier gerade zum Metzgestell. Wieder gerade anbremsen. Nach außen tragen lassen, über die Kuppe. Und links der Körper ist unser Blickführungspunkt. Wieder gerade anbremsen. Später Scheitelpunkt, weil wir halten uns hier links, um früh zu begradigen. Hier, da durch diese kleine Schikane. Wir rottern nach Kallenhardt. Gerade wieder anbremsen. Früh nach innen hier. Innen liegt der Griff eigentlich komplett entgegen dem, was man normal tun würde. Ja, aber innen liegt da der Griff. Ja, die Strecke verwindet sich da. Auch hier Spiegelalkohol wieder früh nach innen Platz schaffen. Und jetzt hier eine ganz schwierige Kurve, die Krippe rechts. Auto rollen lassen, lange rollen lassen. An dem zweiten Curb hier gehen wir wieder ans Gas. Und wieder gerade anbremsen für Wehrseifen. Wichtige Kurve, nicht zu schnell rein, später Scheitelpunkt und auch hier wieder früh ans Gas. Ja, sieht schon ganz gut aus, geht weiter Richtung Breitscheid, gerade anbremsen hier, ganz wichtig. Später Scheitelpunkt. Hier eher tendenziell immer Luft lassen auf der Bremse. Kurzes Anbremsen für die Ex-Mühle, früh nach innen und früh ans Gas. Hier geht extrem bergauf.
geht extrem bergauf. Viel Schwung mitnehmen hier den Berg hoch. Die Lauderkurve hier, ja, es ist eine ganz normale Ecke, aber hier wird wellig beim Anbrechen Richtung Bergberg. Auch hier die Empfehlung, immer Luft lassen auf der Bremse, weil es geht stumpf rechts weg. Und wichtig, wieder hier früh ans Gas. Also im Bergwerk bin ich tendenziell eher wirklich langsam in die Kurve hinein, aber ich versuche einfach 4-5 Meter früh ans Gas zu gehen, um den Sprung hier hoch zu nehmen. Ja? Und halte mich hier tendenziell immer orientierungsgemäß an der weißen Linie. Dann löse ich ab von der weißen Linie und dann geht es hier schon wieder durch den schnellen Linksknick. Kann ich eigentlich schon wieder leicht ans Schleppgas gehen. Bis dahin rollt mein Auto nur.